Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Replay in World of Warships. Und dabei geht es um die Edinburgh und der Mandalore 86 hat das Ganze eingeschickt in einem Ranked Battle. Daher vielen Dank und dann schauen wir mal noch, was er hier imstande ist zu leisten mit diesem Kreuzer. Natürlich Tier 8, klar. Deswegen gehen wir jetzt Gas. Der Anfang ist natürlich wie typisch World of Warships langweilig. Dementsprechend schauen wir mal, was hier passiert. Da geht die Action nämlich schon los. Und die Bismarck hat nämlich hier seinen Mate mit einer Detonation, der hier auch schön singt, schon mal weggemacht. Also für alle, die sich gerade erschrocken haben, was denn dieser martialische Sound war. Das war die Detonation, aber eben nicht auf ihn, sondern hier durch die Bismarck auf der Hipper. Ja, ist halt ein weiches Schiff. Aber scheißegal. Spannend ist da, was jetzt hier bei ihm passiert. Torpedos direkt voraus. Da hat er einige Torpedos jetzt aufgedeckt und sieht sie auf sich zukommen. Wie gesagt, er dreht jetzt aber hier bei und kann dem einen gerade noch so dodgen. Also da war nicht viel Fläche zwischen ihm und dem Torpedo. Jetzt steht er erstmal im Nebel und bleibt hier ein bisschen am Ballern Richtung Bismarck. Natürlich, klar, Edinburgh auch nur AP-Granaten, keine HE-Shells. Dass ihr denkt so, warum schießt er denn hier nicht mal HE? Hat er halt nicht. Gibt's einen Edder. Aber gerade die Bismarck fährt hier eh sehr schön. Das in der Mitte mit dieser Umschalttaste teilweise tut mir leid. Und das ist einfach aktuell in der Replay-Version so. Damit müssen wir uns irgendwie begnügen. Die Replay-Funktion nach wie vor bei Warships noch nicht wirklich final integriert, so wie es eigentlich sein sollte. Gibt immer noch kleinere Fehler. Schade eigentlich. Aber egal. So, die Tierpitz da vorne, die fährt aber sowas von aggressiv da auf den Gegner drauf. Und naja, das wird natürlich eher damit enden, dass die hier versenkt wird. Ist ja eh klar. Aktuell 21.000 Damage, also noch nicht so wirklich viel. Aber durch diesen schnellen Reload kann er natürlich einiges wettmachen. Und gerade die Edinburgh darf man da nicht unterschätzen. Dieser Damage, der ist einfach nicht sozusagen mit einer Salve, sondern der bratzt durch diese hohe Kadenz eben viel rein. Bis jetzt aber die Vorzeichen für sein Team nicht gut. Zwei Schiffe schon verloren, klar, zwei Caps haben sie erobert, aber da wiegen die Verluste höher als die Einnahmen der Caps. Ja, die Bismarck jetzt seitlich, vielleicht geht da ein bisschen was. Oh, da hat er einen dicken Hit kassiert. Musste da sofort wieder sich da heilen. Hat aber natürlich die dicke Heilung hier am Start. Dementsprechend aktuell nur halb so wild. Nur sowas darf halt nicht nochmal jetzt passieren. Zerstörer hat man natürlich sehr gerne in dem Schiff. Auch die Distanz mit 6 Kilometern ist auf jeden Fall gut beschießbar. Ja, und da hat er sich auch den Kill sichern können. Der erste Kill. Langsam aber sicher kommt er auch auf Damage. 40.000 hat er auf der Uhr. Schon fast 100 Treffer gemacht.
Torpedos auf Backbord. Ja, die Torps sind kein Problem, die gehen weit daneben. Die Bismarck jetzt natürlich sehr nah, nur noch 7,8 Kilometer da weg. Das kann natürlich jetzt richtig unangenehm für ihn enden. Ja klar, nimmt jetzt auch schon die Torpster gleich zur Hand und dreht ansonsten jetzt ab, weil er hat jetzt keinen Bock hier auf das One-on-One. Wenigstens kann er den C-Cap damit noch ein bisschen verteidigen. Er brennt. Lass den Brand jetzt erstmal geschehen. Und jetzt heilt er da den Brand gegen. Die North Carolina, die ist richtig low. Vielleicht kann er hier jetzt den finalen Todesschlag noch machen. Wichtig, bevor sich die da nochmal heilen kann und sonstiges. Aber scheint hier nicht zu funktionieren. Und jetzt auch noch die New Orleans in ganz klarer Schlagdistanz. Und er fährt hier komplett Breitseite. Da muss er aufpassen. Das kann übel enden, aber noch geht's gut. So, und er kriegt noch weitere Hits. Jetzt brennt er auch. Da hat er 3 Torpedotreffer gesetzt. Also die Ismark hat da einiges einstecken müssen. Er brennt. 2000 AP. Und auch da jetzt die Tops-Treffer auf die North Carolina. Auf die New Orleans, Entschuldigung. Guckt ihr mal an, 700 HP noch. So, jetzt setzt er da nochmal den Nebel ein. Ganz, ganz knappes Höschen hier. Hat auf jeden Fall schön die New Orleans weggemacht und die Bismarck auch gut getroffen, aber das war sehr risikoreich. Das war unter allem Risiko, was ich eingehen konnte, hat das gemacht. Und es ist am Ende des Tages jetzt gut ausgegangen. Noch 30 Sekunden, bis er wieder heilen kann. Und ja, ich glaube, da wartet er das herbei. Ja, natürlich auch sein Damage-Counter da noch ordentlich gestiegen. Sie 6 Torpedotreffer. Haben natürlich da richtig gefruchtet. So, jetzt kann er sich endlich wieder heilen und kriegt damit einiges seiner HP wieder zurück. Aber das war zwischenzeitlich doch sehr knapp. Die Bismarck, die lässt er natürlich jetzt nicht komplett weg. Das Schöne ist, er hat hier keinen Fokus auf sich und kann sich dementsprechend da der Bismarck gut widmen. Edinburgh, die ist noch rappelvoll vom Gegner. Ansonsten die beiden Bismarck, aber schon recht low. Also das schaut ganz gut mittlerweile aus. Aber sie haben mittlerweile selber keinen Cap mehr. Also das hat sich dahingehend wahnsinnig gedreht. Sie haben zwar ein paar Schiffe zerstören können, liegen da jetzt auch in Führung, aber eben keinen einzigen Cap-Punkt mehr für sich. Ja, natürlich bleibt er jetzt hier drauf. Er selber ist gerade nicht das Ziel vom Gegner, deswegen kann er hier ganz entspannt schießen und natürlich auch den Cap einnehmen. Noch 17 Sekunden und er hat den wenigstens mal für sich erobert. Oh, die Edinburgh da sehr nah. Ist jetzt offen, aber den Punkt kann er noch einnehmen. Sehr gut, sehr wichtig natürlich auch. Es bleibt erst auf der Bismarck drauf, denn HP-mäßig ist das Schiff mit dem deutlich weniger Anzahl. Aber nee, er wechselt jetzt nochmal auf die Edinburgh. Will wohl hier vielleicht für eine Zeter gehen. Aber aktuell scheint er so nicht ganz zu wissen, für wen er jetzt gerade gehen soll. Jetzt ist aus seinem Nebel auch rausgefahren. Und das war spielerisch
der Fehler, dass er hier nicht im Nebel stehen geblieben ist und einfach auf die offenen Ziele geschossen hat. Aber aktuell schaut es sehr gut aus. Die Bismarck selber, die wird so gut wie gleich versenkt sein. Und dann können wir uns noch hier anschauen, was so sein Team macht. Aber wie gesagt, spielerisch am Ende ein bisschen schade, dass er da den Nebel so missachtet hat. Aber bis dahin war es eine gute, aber auch glückliche Runde. Besonders aber zum Anschauen sehr schön. So soll es sein. Ja, damit hoffe ich, es hat euch gefallen. Das erste Video im neuen Jahr bei World of Warships. Und ja, wir werden gleich das Ende sehen. Und damit sage ich schon mal alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Euer Alter Rambach.